Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit allerfeinstem Aktien-Content, so wie ihr das von der Mission Money kennt und wie ihr das liebt. Und zwar haben wir Aktien heute im Programm für euch, 6 an der Zahl, die man momentan vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, die auch nicht so gehypt sind. Also so Geheimtipps, die demnächst richtig überraschen könnten, bei denen es sogar richtig knallen könnte. Denn wir haben momentan ein bisschen ein Problem. Wir sind Mitte des Jahres, viele sind so ein bisschen lost vielleicht, Niemandsland, Sommerloch vor allem. Und jetzt ist die Frage, welche Aktien könnten demnächst richtig Spaß machen? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, die Frage ist, was läuft denn noch? Wir haben jetzt schon viele All-Time-Highs gesehen. Viele Aktien sind sehr hoch bewertet, sind schon bei euch vielleicht nicht so im Kurs. Ihr habt ja auch öfter mal geschrieben, Mensch, jetzt habt ihr da wieder Aktien vorgestellt hier von der Wall Street. Die wollen noch irgendwie jetzt die loswerden, sitzen auf dicken Gewinnen. Heute läuft es ein bisschen anders. Sind jetzt Aktien, die sicherlich nicht von der Wall Street hochgejubelt wurden. Und die Frage ist, was läuft denn jetzt noch? Also Jens R. hat zum Beispiel gesagt ganz klar, Value oder Growth, ist eigentlich egal, kann beides gut laufen. Es kommt vor allem aufs Stockpicking an. Wir haben ja einen wilden Ritt hinter uns und jetzt wollen wir mal gucken in 3 Bildern, ja, wie sich die Tech-Aktien alleine in diesem Jahr gewandelt haben. Das ging sehr, sehr schnell. Wir sehen hier Matthew McConaughey in 3 Stadien und zwar im Januar waren die Tech-Aktien ja noch wunderschön oben auf. Dann im Februar wurde es schon ein bisschen schwindliger und im März ging es dann richtig dahin. Zuletzt gab es aber wieder das Comeback, lustigerweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele stellen, die Jens R. hat schon gerade beantwortet hat, Value oder Growth? Schauen wir mal drauf, wie das zuletzt so gelaufen ist. Wir sehen, da gab es zwischendrin große Schwankungen, da ging die Schere auch mal weiter auseinander. Zuletzt hat sich eigentlich alles ein bisschen angeglichen und das macht die Frage dann eigentlich noch schwerer. Und wie gesagt, man sollte vielleicht gar nicht mehr so auf diese Kategorien schauen, sondern vielmehr auf die Einzelaktien. Ja, und wer könnte denn jetzt überraschen? Jetzt ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, Mitte des Jahres, Halbjahreszahlen und es ist wichtig, wer da richtig überraschen könnte. Also es geht jetzt nicht darum, dass man da die Erwartungen erfüllt, das wäre ja alles ganz nett. Also wenn ich jetzt ein Gewinnziel habe von 10 Millionen und ich erreiche dann die 10 Millionen, dann wird die Börse wahrscheinlich nicht so jubeln. Das ist ja dieser berühmte Fait accompli von Costolani, der früher schon davor gewarnt hat, jetzt eine Aktie zu kaufen, nur weil sie vielleicht die Erwartungen erfüllt. Das kann schnell nach hinten losgehen, weil dann oft der Kurs sogar fällt. Also wenn einfach nur das passiert, was alle erwarten, das reicht nicht. Man muss dann schon wirklich überraschen. Also man muss dann statt 10 Millionen schon vielleicht eher 12, 13 oder 15 liefern. Und da ist jetzt die Frage, wer könnte das schaffen? Und jetzt kommen wir gleich mal zum ersten Unternehmen und das ist Drägerwerk. Die kennen sicherlich die meisten von euch. Die stehen für Sicherheits- und Medizintechnik und zum Beispiel Schutzmasken und Beatmungsgeräte waren natürlich vor allem jetzt in der Pandemie sehr stark gefragt. Was hat sich da jüngst getan bei den Zahlen? Also fürs erste Quartal hat man die Prognose schon mal angehoben. Das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich rechnen dann auch mehr natürlich ein bisschen mehr. Das macht es dann so gesehen auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, da könnte schon was drin sein. Vor allem, weil es bei den Margen auch ganz gut aussieht. Was natürlich klar ist, die Sonderkonjunktur durch Corona, die sollte man jetzt nicht mehr überbewerten. Trotzdem trauen viele Trägerwerk jetzt zu, dass man da die obere Bandbreite schafft. Also beim EBIT zum Beispiel wären das jetzt so rund 300 Millionen und da würde sich ein Überraschungspotenzial immerhin von satten 19% ergeben. Und jetzt schauen wir noch kurz auf den Chart und auf die Zahlen und da seht ihr, dass die Aktie natürlich sich jetzt schon seit 2019 hier ganz gut entwickelt hat. Aber wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, wo die Aktie herkommt, dann sieht man, dass sie jetzt nicht völlig überteuert ist. Also da ist auf jeden Fall noch was drin, gerade wenn es jetzt kurzfristig noch gut aussehen sollte. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Q2-Zahlen, wann die dann verkündet werden, das ist am 29. Juli. Kommen wir zur nächsten Aktie und das ist das Unternehmen Klöckner & Co. Und das ist ganz einfach zu erklären, da geht es um Stahl. Zuletzt die Stahlpreise haben sich massiv erholt. Auch das erste Quartal sah ganz gut aus. EBIT hier, EBITDA 130 Millionen Euro. Das muss ich mal klar machen, im Jahr davor waren das gerade mal 21 Millionen Euro. Also sieht man schon mal einen massiven Sprung. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass das im zweiten Quartal auch richtig gut aussehen könnte und auch nochmal alle überrascht. Also wie könnte es jetzt weitergehen? Wie gesagt, die Stahlpreise sind im Kommen, die Konjunktur zieht auch wieder an, Rohstoffe sind durchaus gefragt. Was auch interessant ist bei Klöckner, dass jetzt das Geschäftsmodell immer digitaler wird, also immer mehr des Umsatzes entfällt auf die digitale Sparte, wird digital erlöst. Und was jetzt interessant ist, was da gehen könnte beim Ergebnis, und zwar beim EBITDA. Die Analysten von Warburg haben errechnet, dass da bis zu 586 Millionen Euro drin sind und das wäre 35% mehr als die Konsensschätzung.
Schauen wir noch auf den Chart und auf die Zahlen. Was man hier jetzt sagen muss, die Aktie ist zuletzt schon sehr gut gelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffen die jetzt wirklich so die Überraschung? Wenn das natürlich eintreten würde, dann ist sicherlich noch mehr drin. Ihr seht hier schon beim KGV hier, nächstes Jahr rechnen wir hier mit einem KGV von 6,3. Das ist schon sehr, sehr niedrig. Und wichtig zum Notieren hier, die Q2-Zahlen kommen am 3. August. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und das ist Krones. Die kommen aus Regensburg und da geht es um Verpackungs- und Abfüllanlagen. Das kennt ihr sicherlich, also vor allem natürlich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Und da war 2020 nicht so ein gutes Jahr. Da haben sich sehr, sehr viele Kunden mit Investitionen zurückgehalten und da ist der Umsatz einfach mal um 16% zusammengekracht und natürlich der Gewinn auch nach unten gegangen. Und langsam wird das Ganze auch wieder besser. Es ist noch auf niedrigem Niveau. Was da so passiert, die Analysten sind da nicht so euphorisch. Also auf Jahressicht rechnen die mit so einem Umsatzwachstum so 2,5 bis 3,5%. Und da haben wir auch wieder die Analysten von Warburg, die da deutlich optimistischer sind. Die rechnen da schon mit 9%. Also die Orders sind schon massiv gestiegen im ersten Quartal um mehr als 27%. Also da kann natürlich auch ordentlich eine Überraschung drin sein. Klar, müssen sie erstmal hinkriegen, aber das wird momentan schon alles noch ziemlich unterschätzt. Gut, die Frage ist dann, was kommt dabei raus? Schauen wir auf den Kurs. Der hat sich natürlich schon etwas erholt, aber da sehen wir, das ist noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Auch ganz wichtig hier, die Q2-Zahlen kommen dann am 3. August. Und jetzt kommt was, das ist wirklich heiß und fettig, und zwar Heidelberger Druckmaschinen. Das ist ein Geschäftsmodell, ja, Druck schon ein bisschen angestaubt, aber zuletzt ging da schon einiges und jetzt ist die Frage, ob diese Aktie, die auf den ersten Blick nicht so attraktiv erscheint, ob die noch mehr überraschen kann. Das letzte Jahr sah nicht so gut aus, aber man hat trotzdem ordentlich Gas gegeben. Wir können mal auf den Kurs schauen. Und zwar hat sich der, na, man muss natürlich fairerweise sagen, nach vorher grauenvollem Absturz, also das ist schon eine zockige Aktie, das muss man natürlich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Da gibt es sicherlich stabilere Unternehmen, auch heute in diesem Video. Aber es hat sich zuletzt erholt. Wie gesagt, das letzte Jahr war gar nichts. Aber man rechnet jetzt wieder mit deutlich mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahresniveau. Auch die Margen haben sich stabilisiert und auch der Cashflow sieht deutlich besser aus. Also das macht alles Hoffnung, dass man da bald deutlich mehr überzeugen kann. Q2-Zahlen kommen am 4. August. Jetzt kommt eine Aktie, die könnte deutscher kaum sein, und zwar Dürr, schwäbischer Maschinenbauer. Die geben jetzt auch endlich wieder Gas, hat die Krise natürlich auch hart getroffen, aber der Auftragseingang jetzt im ersten Quartal auch ordentlich zugelegt, und zwar um knapp ein Viertel mehr. Ja, man hat sich deutlich besser angepasst an die Krise und an Corona und jetzt wird wieder einiges erwartet. Also die Bandbreite hier beim Gewinn liegt zwischen 145 Millionen und 190 Millionen. Und Warburg, die Analysten haben sich das auch genauer angeschaut, die erwarten wieder ein bisschen mehr und zwar sogar mehr als die obere Bandbreite von 190 Millionen und zwar 194 Millionen Euro knapp, weil sie sagen, die Erwartungen für die Konzerntochter Homag, dass die viel zu konservativ seien. Schauen wir noch auf Chart und Zahlen. Also wie gesagt, wenn Warburg da recht behalten sollte und die Gewinnüberraschung kommt, weil Homag ein bisschen zu schlecht gesehen wird, dann ist da auch einiges noch drin, einiges an Kurspotenzial. Wichtig für euch, Q2-Zahlen kommen am 5. August. Und jetzt haben wir noch einen richtigen Exoten im Programm, waren ja jetzt lauter Deutschaktien. Jetzt kommt ein Unternehmen, haltet euch fest, aus Österreich, und zwar Porr, ein Wiener Bauunternehmen. Und das ist jetzt auch so ein Klassiker, das ist quasi so eine Reopening-Aktie, also eine Nach-Lockdown-Aktie, denn 2020 war natürlich auch eher schlecht mit vielen Baustopps und jetzt kommt das Ganze natürlich langsam wieder in Fahrt. Und jetzt schauen wir drauf, wie übel das war. Also das ist schon Wahnsinn, wenn wir mal auf den Chart blicken, wie die Aktie hier vermöbelt wurde. Hier 2016, 17 war die noch deutlich über 35 Euro und dann wirklich runtergekracht. Hat sich jetzt schon ein bisschen erholt, aber das hält sich noch in Grenzen. Jetzt muss natürlich auch geliefert werden, also man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten. Der Markt erwartet jetzt so ein Gesamtjahresergebnis Vorsteuergewinn von 72 Millionen und Warburg sagt da auch, ist unterschätzt. Sie rechnen immerhin mit mehr als 78 Millionen. Und wer das hoffentliche Comeback von Porr verfolgen will, ganz wichtig, die Zahlen kommen dann am 26. August, dauert dann noch ein bisschen länger. So Leute, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen dieses Videos und das war heute mal ganz was anderes. Wir haben natürlich auch oft Tech-Aktien, zuletzt die IPOs, natürlich auch viele amerikanische. Das war heute mal das komplette Gegenprogramm. Also wirklich vorsichtig sein, schaut euch diese Aktien ganz genau an. Man sollte jetzt auch gerade den Warburg-Analysten auch nicht blind glauben. Das heißt jetzt nicht, dass die bei allem automatisch recht haben, aber es ist vielleicht mal ganz gut, sich das anzuschauen. Und wie gesagt, wenn man jetzt mal kurzfristig was sucht und man sagt, okay,
irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde jetzt da gerade nichts. Und Amazon will ich mir jetzt auch nicht noch 10 Aktien ins Depot legen. Und ich will jetzt auch nicht zocken mit den ganzen gehypten Tech-Aktien, die da jetzt hochgejubelt wurden die letzten Monate. Und Rohstoffe sind mir auch schon davon gelaufen. Energie, dann sind das vielleicht mal Aktien, die man sich genauer anschauen kann. Und jetzt schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welche Aktie bei euch jetzt so hängen geblieben ist. Also alle 6 würde ich mir jetzt auf keinen Fall ins Depot holen. Ist auch eine Mischung jetzt hier, auch wenn vielleicht ein bisschen in die ähnliche Richtung geht vom Grundprinzip her. Also wie gesagt, jetzt keine Tech-Aktien dabei, keine Amis. Schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Aktie euch jetzt da am besten gefallen hat, wo ihr sagt, die schaue ich mir jetzt mal genauer an. Würde mich sehr interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.